Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Metroid Zero Mission. Und das letzte Mal sind wir ja da stehen geblieben, wo wir des Öfteren mal gestorben sind. So, jetzt ist mir eigentlich nur aufgefallen, dass ich eigentlich schon mal zum nächsten Speicherpunkt eigentlich vorlaufen wollte. Aber das hat sich jetzt, denke ich, eher erledigt. So, wir sind zwar entdeckt worden, aber das macht ja mir jetzt mal nichts draus. Weil im Endeffekt geht es so einfach schneller. Oh Mensch, stimmt, da war ja was. Jetzt ist natürlich die Frage, wo muss ich hin? Die haben sich gegenseitig erledigt. Jetzt ist es nur die Frage, wie verstecke ich mich? Hat er mich jetzt verloren? Das letzte Mal sind wir hier, glaube ich, gestorben. Oh, und wir haben uns verstecken können. Aber irgendwas ist hier falsch. Ich muss hier gar nicht hin, kann das sein? Na doch, dann geht's weiter. Das ist die Frage, jetzt nur noch schnell genug sein. Der weiß zwar nicht mehr, dass ich da bin. Aber wenn der da rauskommt, wenn ich da hinten hinlaufe, hat er uns ja eh wieder. So, hätten wir das geschafft. So. Jetzt warten wir gerade, bis der wieder nach hinten läuft, bevor ich da hochgehe. So. Einfach nicht, um das Risiko einzugehen, dass sie uns finden. Ja, ich glaube, da bin ich zwar das letzte Mal vorgerannt, aber bin dabei. Bin dabei gestorben. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier oben. Und hier wäre es zu gewesen. So, hier gibt es auch wieder irgendwas, wo wir noch nicht durchkommen. Und eine neue Speicherstation. Die können wir jetzt zum Glück direkt mal benutzen. Ich denke, in dieser Folge sollten wir doch recht weit kommen. Aber dem Ende sind wir noch nicht nah. Da gibt es noch viel zu viel zum Entdecken. Okay. Ich denke, das sind wir. Weil wir von den Schosso aufgezogen worden sind. Ah, okay, das ist ein Spiegel. Kann ich mich damit selber umbringen? Ja. Achso, ich kann da einfach nur nicht rein. So, aber da ist irgendwas.
Ich glaube, ich soll da einfach drauf schießen, sobald. Genau, sobald das hier passiert. Oh. Jetzt schießt er zurück, okay. Oh, fast hätten wir uns selbst abgeschossen. Oh. So, nächste Kugel. Ich denke, das schauen wir diesmal nicht. Selbst das Schießen ist auch nicht so. So, noch einmal. Autsch. Autsch. Noch ein Versuch. Und das war's. Da bin ich zu früh abgesprungen. Ich denke, diesmal können wir es besser machen. Es war jetzt auch kein so weiter Weg. So, jetzt einmal schnell da hoch. Das ist natürlich die Frage, was bringt uns das Ganze? Können wir das hier überspringen? Ja, das können wir. Ich denke mal, jetzt einfach erstmal links und rechts laufen. Sollte was passieren. So. Zweimal hätten wir ja schon. Ah, nicht getroffen. Ich kann ja auch so schräg schießen. Das vergesse ich immer. Ich bin zu langsam. Anzeichen, wann das passiert. Jetzt habe ich's. Oh, da ist unser Anzug. Oder ein neuer Anzug, wahrscheinlich. Dieser Graffelbeam kann mehrere Gegner durchdringen, okay. Ach so, jetzt können wir endlich die ganzen Sachen lesen. Gleicht Masse, Trägheiten, Wasser und Lava aus. Ermöglicht in die Luft weitere Saltos zu schlagen, dazu beim Salto erneut A drücken. Also im Endeffekt haben wir jetzt einen neuen Anzug bekommen, der aber auch gleichzeitig die neue Module, die wir eingesammelt hatten, lesen kann. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt kann man auch die Gegner besiegen, was das um einiges einfacher macht. So, na okay, wir gehen erstmal speichern. So,
Speichern abgeschlossen. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir lang gehen. Ich glaube, hier hinten wäre am sinnvollsten. Da muss es hier irgendwie was geben. Merk schon, hier geht's weiter. Das geht auch. Okay. Ob ich schon immer so springen konnte? So. Also ich glaube, wir werden noch einen guten Gegner bekommen. Einen starken Gegner. Sonst wird es nämlich keinen Sinn machen, dass wir... So, da hätten wir jetzt zum großen und ganzen ganze Karte aufgedeckt. Ah, wir können die Dinger auch kaputt machen. Irgendwo gab es da noch ein Versteck. Ich denke, das ist jetzt relativ egal erstmal. Eine neue Speicherstation, die sollten wir lieber benutzen. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wann ein Gegner kommt. Sind wir überhaupt richtig? Aber hier scheint es ja sonst nirgends mehr weiterzugehen. Also glaube ich schon, dass wir richtig sind. So, da ist eine Glaskugel. Aber den können wir trotzdem platt machen. So, jetzt ist aber die Frage,
Ob es nicht hier irgendwas gibt. Aber das war jetzt nicht meine Absicht. Oh Gott, das ist so anstrengend. Jetzt haben wir es aber. Ich bezweifle sehr stark, dass das hier der richtige Weg ist. Aber es kann auch sein, dass wir einfach ein bisschen herausfordert. Okay, der ist so nicht zu besiegen. Kann also sein, dass wir vor dem abhauen müssen. So, jetzt kommen wir auch gleich da oben lang. Die Speicherstation ist kaputt. Oder geht's jetzt? Ah, jetzt geht's, okay. Jetzt können wir auch weitergehen. So, bevor wir aber jetzt hier weitergehen. Würde ich doch mal gerne testen, was hier oben ist. Geh einfach nur ein Roboter. Ich will doch nicht in den Ball. Oh, das war schlecht. So, ich habe absolut keine Ahnung. Wie ich da durchkommen soll. Der schubst mich ja sofort zurück. Okay, der scheint sich irgendwie von unseren Schüssen nicht beeindrucken zu lassen.
Dann lassen wir ihn natürlich auch in Ruhe. So, da hinten ist aber ein Geheimgang. Oh, es ruckelt sogar. Ich hätte auch schwören können, dass ich davon eine Sekunde noch durch konnte. Ja, anscheinend nicht. Okay. Ah ja, die dauern. Aber irgendwie ziemlich süß. So. Aber da komme ich immer noch nicht durch. Muss mich echt da jetzt mal durchbomben. Okay, da scheint aber nichts zu sein. Geben wir noch nicht einmal Heilung. Okay. Okay, alles klar. Wie weit sind wir denn gekommen? Na gut, wir sind doch schon ein Stück weit für ihn gelaufen. Wir hätten da speichern können. Ich denke, da laufe ich noch einmal schnell hin. Okay, nein, lassen wir das. Machen wir im nächsten Part. Da verabschiede ich mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.